arbeiten. Und das hat man gestern getan. Auch da war die Vorstellung sicherlich zufriedenstellend. Allerdings im Trockenen ist man stärker. Und das haben wir gesehen. Hier allerdings riskiert er zu viel. Und rutscht von der Strecke. Ja, da ist er zu schnell ins S hinein und hat dann das zweite Eck nicht mehr erwischt. Die Reifen dort nehmen natürlich Geschwindigkeit weg. Hat auch die Hände bis zum Schluss am Lenkrad gelassen und steigt aus. Ja, die Reifen haben den Aufprall gedämpft, aber das wirft ihn natürlich zurück. Wir sehen jetzt nochmal die Geschichte von hinten. Er fährt zu schnell in die Kurve und erwischt dann das zweite Teil nicht mehr. Eigentlich der identische Fehler, den er gemacht hat in Montreal. Identische Situation.